Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Die Gilde 3. So, wir wollen erstmal Stufenaufstieg machen. Komm, alles auf Charisma, warum auch nicht. Übrigens, wir haben den dritten hier mal ausgerüstet mit einem Steinsoldat, bringt 4% Lernfähigkeit, ein Kreisel bringt 2% Lernfähigkeit und ein Glückstein bringt Charisma, Aufmerksamkeit, Bonus beim Feilschen, Ansehensbonus und 0,25 Glück. Hätte er wahrscheinlich nicht gebraucht, aber ist egal. Außerdem haben wir ihn schon zur Schule geschickt und jetzt geht er seiner normalen Arbeit nach. Und ich wollte mit dem dritten einmal hier mit dem Ratsschreiber sprechen. Willkommen im Rathaus der Stadt. Denn wir wollen einen neuen Titel haben. 64.000 und 3.200 bestätigen. Wir dürfen jetzt ein Herrenhaus besitzen. Und wir können ein Bankett geben. Für ein Bankett werden die teuersten und edelsten Speisen und Getränke benötigt. Ihr könnt damit eine Familienfeier in eurem Salon ausrichten oder aber ein Bankett für das Volk von einem eurer Podeste aus veranstalten. Hört sich doch gar nicht schlecht an. Oh, und maximal 4 Anklagen können wir jetzt haben. Und ich nehme mal an, Betriebe. Können wir sogar 12 haben. Da können wir noch ein bisschen bauen. Dafür brauchen wir aber wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen Geld. So, kriegt auch auf Charisma. Lass uns doch mal gucken. Bauen. Die Stadt, Dorf, Wohnhäuser, Herrenhaus, kostet 36.000, das lohnt. Oh, das sieht cool aus. Oh, haben die etwa auch noch Unterschiede hier? 60, 2 Brandschutz? Ne, sind immer die gleichen Sachen. Schade, sehen nur unterschiedlich aus, aber bald, 36.000. Dauert noch ein bisschen, aber bald können wir. Kannst du noch mal irgendwie Beziehungen ausnutzen oder so? Gut. Mach das doch mal. Ich hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Da brauchen wir natürlich dabei sein. Machen wir ein bisschen schneller. Machen wir mal auf 4, auf Maximum. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Ja, wahrscheinlich mal wieder die Alchemisten. Da wollen wir noch immer nicht rein. Wir wollen noch immer hier zu den Dieben. So, reite schneller. Jetzt kannst du deine Beziehung nicht mehr ausnutzen. Oh, Ziel ist beschäftigt. Helf ihr doch mal. Nein, sonst wird es mal angeklappt. Oder die Rest gesprungen, natürlich nicht. Hast du eigentlich keine Schergen dabei? Gut, du kannst aber auch noch mal die Beziehung von der anderen... Nee, kannst du auch nicht ausnutzen. Haben wir gar keine Schergen mehr frei? Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Wie das? Räuberlager? Achso, ja, das habe ich nicht aufgewertet. So, hast du nichts zu tun, dann kannst du doch mal hier den Dritten beschützen. Und du musst noch mal Beziehungen ausnutzen oder so. So, jetzt gehst du erstmal ein bisschen flirten. Und dann kannst du Beziehungen ausnutzen. Ah, 88%. Normal. So, und dann wollen wir mal. 92%, das machen wir natürlich. So, das ist ja, bringt ja alles ein bisschen listig, egoistisch und aggressiv. Alles das, was wir für die... Alles, was wir für die Diebesgilde brauchen, halt. Machen wir schneller. Das hat geklappt, ja, hat geklappt, sehr schön. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Ihr werdet geachtet. Oh, ich werde geachtet. Wo gibt's denn sowas? Von wem? Ihr gabt einem Mädchen im Stadtteil Altstadt von Köln ein kantentrockenes Brot. Achso, alles klar. So ein Zufallsereignis wieder. Amtsabstimmungsergebnisse. Und hier? Ach nee, ich habe mich ja gerade erst beworben, ne? Kann ja noch gar nicht so weit sein. 1453, jo, nächstes Jahr erst, nächste Runde. Gut, dann weiter.
Lass uns mal überlegen. 63.000 brauchen wir. Das kriegen wir so schnell leider nicht zusammen. Ich habe übrigens hier das Schmugglerkontor übernommen. Der Feind, nenne ich es mal, hat es leider verkauft, bevor wir das übernehmen konnten. Ein Angestellter ist verstorben. Zumindest gehört es ihm nicht mehr. Totengräber-Kryptra, schon wieder. Zumindest gehört es ihm nicht mehr. Ich habe es dann von einem anderen erobert. Ich wollte es erst kaufen, aber das war mir zu teuer. Totengräber-Krypta, da haben wir sie. Einstellen. Ich denke, es wäre einer verstorben. Warum kann ich den keinen mehr einstellen? Wo? Gut. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erhalten. Ja, ich misste ihn wieder. Wollen wir natürlich ablehnen. Wie sieht das hier eigentlich aus? Warum habe ich Diebstahlschutz eigentlich voll ausgebaut bei denen? Da ist doch fast nie was drin. Jemand hat euch beleidigt. Warum das mit dem Schmugglerloch nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, weiß ich leider nicht. Ach so, wir können auch hier bei Gaunerei neue Sachen freischalten, ne? Oh, 35.000. Entführung, sehr schön. Das bringt uns nur ein bisschen was auf Aufmerksamkeit. Gebäude sabotieren und noch irgendwas. Aber wir werden mal wieder angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob Kinder angegriffen werden können. Ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, dass ich keine Kinder angreife, aber ich weiß nicht, ob Kinder generell vom Feinden angegriffen werden können. Du hast eine Schergen auf dem Pferd und selbst kein Pferd. Was soll das denn? Rosamunde? Was soll das? Geh doch mal nach Hause zurück. Soll ich dich nach Hause schicken? Nach Hause schicken. Wo waren wir denn stehen geblieben da? So, hier haben wir Gebäude sabotieren, Ansehensbonus und Angriffskraft. Und hier haben wir Angriffskraft und Verteidigung. Und dann haben wir Gaunerei eigentlich voll ausgebaut. Dann können wir hier noch weiter ausbauen. Bringt uns das? Heimlichkeit plus 2. Ui. Kostet 2500 Einfluss. Einer anderen Dynastie ist verstorben. Oh, das tut mir aber leid. Ich bin sowieso im Clinch mit so ziemlich allen. Wobei hier die mit der Krone, das geht noch. Gerade so. Die hier geht natürlich gar nicht. Komm, lass uns noch mal Klage einreichen. Zweimal so. Achso, du bist zu Hause angekommen, weil du wolltest ein Pferd haben, ne? Wo bist du denn? Rosamunde, da haben wir dich doch. Und dann darfst du mal weiter deiner Arbeit nachgehen. Ach, sie lenkt den Gardisten ab. Sehr schön. Ja, das sind hier die Sachen von unserem Zweiten. Der ist nämlich ins Kloster gegangen. Der war sowieso kurz vor Tod, also habe ich ein Kloster geschickt. Eigentlich kann der Dritte die Sachen mal anlegen, ne? Weil ich am Überlegen bin, ich glaube, ich lass den Leuten einen Schattendolch anstatt diesen Rubinstab. Der bringt zwar nochmal Ansehensbonus und Einfluss zu gewinnen, aber wir werden zu oft angegriffen. Unsere Leute müssen sich halt auch wehren können. Jetzt nicht. So, kannst du nochmal deine Beziehungen ausnutzen? Ich eile. Ich bin gerade verhindert. Ach, wir werden schon wieder angegriffen. Wer war das? Die Schergin? Bist aber ausgerüstet, ne? Ja, ausgerüstet bist du. Hast du keine Aufgabe gehabt? Wenn ihr meine Familie unterstützt, doch. Unterstützen wir im Gegenzug euch. Euch unterstützen. Rosamunde. Ich kann hier gerade unmöglich. Du hast aber jetzt doch ein Pferd, oder nicht? Stufenaufstieg bei einem Pferd. Ja, hast du. Sehr schön. Stufenaufstieg. Gemacht. Der vierte. Auch auf Charisma. Hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Ja, so, du hast nichts zu tun. Was ist das? Wir würden die Beziehungen immer weiter ausnutzen. Bringt uns ja in die Richtung, wo wir hinwollen. Hat leider nicht geklappt. Und wie sieht es damit aus? Und das hat auch nicht geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es versaubeutelt. 50%. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Ah, das könnte man bei ihr eigentlich auch mal machen. Stufenaufstieg. Inga?
Auch auf Charisma. Die Schergen eines Konkurrenten versuchen, eines eurer Gebäude zu... Ja, das wird mir jetzt zu viel auf einmal. Eines unserer Gebäude wird angegriffen. Die Totengräberkrypta. Das gibt es ja wohl nicht. Haben wir einen Schergen in der Nähe? In der Nähe nicht, aber daheim. Wo ist denn daheim? Ist Köln da, ist daheim. Dass hier immer nur ein Scherge angezeigt wird, das kotzt mich ein bisschen an. Was? Habt ihr eine Aufgabe für mich? Keine Ahnung. Jetzt nicht, bitte. So, der dritte. Wieder ein Schergen nicht. Ihr wünscht? Vielleicht ist er das, das weiß ich nicht. Ihr wünscht? Gebäude wird angegriffen. So sei es. Nur das verhindern? Verstanden. So sei es. So gut wie erledigt. Jemand hat euch beleidigt. Die Schergen eines Konkurrenten versuchen, eines eurer Gebäude zu erobern. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Meine Fresse. Es wurde Klage gegen eure Familie eingereicht. Jetzt wird er angegriffen hier. Das ist nochmal die Totengräberkrypta. Handlung wurde angesetzt. Ich weiß nicht genau, wie man das verhindern kann. Dass man angegriffen wird, ich glaube gar nicht. Ist jetzt mal so eine Vermutung. Ich gehe jetzt erstmal den Schergen dahin, in der Hoffnung, dass ich mit dem was machen kann. Sobald der denn dann irgendwann mal in der Nähe ist. Du kannst... Ach, du bist noch bewusstlos. Hätte ich gesagt, kannst du deine Wunden mal versorgen lassen. Bittelü. Ah, sehr schön. Bist wieder wach. Dann geh mal Wunden behandeln lassen. Jawohl. Bei wem ist mir ziemlich jemand rüber. Hat eines eurer Gebäude erobert. Oder erobert? Nein, noch nicht richtig. Ein Angestellter ist getrunken. Das werdet ihr bereuen. Wo bleibt denn jetzt der Scherge, verdammte Axt? Lass uns doch nochmal... Tülü? Wo ist Köln denn jetzt hin? Ich hab mich verfranst. Hier ist Köln. So, dann ist es da. Und der Scherge ist noch immer auf dem Weg, ja? Lauf schneller! Bereit! Dann würde ich mal sagen. Los! Werden angreifen. Dann ist das zumindest unterbrochen. Was ist? Dann kannst du den auch gleich bestehlen. Mach ich. So, zurückerobern. Ihr wünscht. Fehlschlag? Minus 3000. Ihr wünscht. Bringt die Flagge jetzt von alleine wieder? Jemand mag euch. Ja, sieht gut aus, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, gehst du mal bitte nach Hause. Kannst dir auch ein Pferd holen. Lass uns doch mal, bevor wir das fette Gebäude bauen. Oh, das bringt uns ja noch ein bisschen auch nur Einheimlichkeit. Lass uns erstmal hier. Ach nee, dafür haben wir nicht genug Einfluss. Dafür brauchen wir 2500 Einfluss. Na gut, dann lass uns doch mal das fette Gebäude bauen, das Herrenhaus. Jetzt muss ich nur Köln wiederfinden. Köln ist so eine kleine Stadt, das kann man schnell mal übersehen. Ich bitte um Verständnis. So, Gebäude bauen. Das hier sieht ganz cool aus, eigentlich wie ein Herrenhaus. An der Spitze angekommen. Tätigen, einfach Asantopia. Bauen wir das denn hin, hier direkt ins Zentrum wieder? Oh, neben unserem Diebesunterschlupf da. Ja, komm, lass uns das mal machen. Der hätte ihn für 36.000.
muss sich ja auch lohnen, ne? So, was haben wir hier? Eine verbündete Stadt wird belagert. Das ist nicht mein Problem. So, was haben wir hier? Ich erwarte ein hartes Urteil und hier erwarte ich auch ein... hier bin ich unschuldig. Ganz eindeutig. So. Die Räder sollen rollen. Ja? Ihr habt zu tun, ja. Gut. Dann kannst du mal hier ein bisschen flirten oder so. Damit wir die Beziehung wieder ausnutzen können. Vielleicht kriegen wir noch mehr Beweise. Also beweistechnisch lohnt es sich auf jeden Fall eine Beziehung oder so eine Liebschaft einzugehen. Die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Ihr wünscht? Ein Scherge? Wurde aus dem Gefängnis entlassen? Nein. Bist du nicht entlassen? Ein guter Plan. Ja? Ein guter Plan. Oh doch, anscheinend schon. So, Gilde, mal wieder Alchemisten, wollen wir nicht. Gut, wenn du entlassen wurdest, was hast du denn? Du hast ein Pferd, das freut mich. Bereit. Dann darfst du mal wieder ein guter den Plan. Dritten beschützen. Ein Angestellter ist betroffen. Gerade verhindert. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. 88%. So, und weiter geht's. Das geht schnell. Müssen uns ja erstmal wieder ein bisschen einschleimen hier. Es wäre cool, wenn es zusätzlich bei diesem gesetzlosen Kram noch sowas gäbe wie die dunkle Bruderschaft in der Elder Scrolls-Reihe, dass man Auftragsmorde begehen kann. Aber man kann zwar ermorden, aber irgendwie damit Geld verdienen wäre cool. Ah, bist schon auf Listen. Dann brauchst du den Kurs nicht mehr machen. Dann kannst du hier mal Liebschaft manipulieren. Oh, Diebesgilde verbreitet Gerüchte. Sehr schön. So, weiter geht's. Jawohl. Ah, das Problem ist, ich kann als Oberhaupt nicht teilnehmen, ne? Ist. Aber wir können ja jemand anderen gerade mal ausrüsten. Da kann der dran teilnehmen. Nur wen? Lass uns doch mal gucken. Hier, was ist mit dir eigentlich? Ist betrunken? Jemand zum Marktplatz? Was sind der denn? Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Nehmen wir dich erstmal hier in eine Schnellwahl mit rein. Nee. Wollte ich in die Schnellwahl mit reinnehmen? Hier bin ich. So, du hast nichts zu tun. Ich, ja. Bist auch am Marktplatz, sehr schön. Dann Kleidung. Tarnmantel mitnehmen. Einmal. Was brauchst du noch? Tarn Google. Die zu wenig Taler. Ach, verdammte Axt. das hier kannst du übrigens verkaufen. Dafür kannst du einen Schattendolch haben. Und warum hast du denn 5 eingeladen? Brauchst du nur einen? Kleidung. Arm Google. Kein Wunder, dass ich keinen Taler mehr hatte. So, eine. So, und dann kannst du mit dem Kram mal nach Hause gehen. Jawohl. So, du kannst noch weiter ausnutzen, deine Beziehungen. Wird erledigt. Wo auch immer. Warum auch immer die andere jetzt wieder nicht verfügbar ist. Ja, ich bin gerade verhindert. Ja, mach schneller. Du musst deine Klotten nämlich zu Hause ablegen. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Ah, sehr schön. Neues Gebäude. Dann können wir das Patrizierhaus ja bald abreißen. So, dann kannst du mal Zeitlupe. So, wo haben wir dich denn? Du bist hier ganz unten wahrscheinlich, ne? Hier bist du. Zack, dann können wir das nämlich da hinlegen. Zack. Können wir den Ring hier hinlegen.
Und dann gehst du mal bitte zum Zeughaus. Das kann ich hier unten nicht anwählen, ne? Leider nein. Außenansicht. Was ist? Zeughaus war hier rechts, ne? Genau. Selbstverständlich. Geh da mal hin. So, neues Gebäude fertiggestellt. Sehr schön. Bergen brauchen wir gerade nicht. Ich hätte jetzt gerne. Ich warte. Dich. Wenn du fertig bist mit deiner Aktion, kannst du mal zu unserem alten Haus gehen und die Sachen abholen. Jemand hat euch beleidigt. Oh, du hast gerade wieder nichts zu tun, ne? Ja. Geh du mal dahin. Ja? Ja, komm, mach ein bisschen schneller da. So, dann fährst du mal dahin. Die Fuhre ist bald da. Ja, die Räder sollen rollen. Tü-tü-lü. So, dann darfst du jetzt nämlich mal einladen. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da oben ist er. Thalea. Nee, du, Alfred, du bist gemeint. Bestätigen. So, alles rüberziehen. Oder muss noch eine zweite Fuhre machen? Schade. Wohin? Wohin ist ganz einfach. Und wenn es regnet, dann werde nicht nur ich, sondern auch eure wertvolle Fracht nass. Bedenkt das doch mal. Ja, dann deckt die doch die mal Räder ab. Rollen. Wer kann das noch nicht sein? So, das Herrenhaus, können wir das eigentlich erweitern? Wahrscheinlich, ne? Können wir neue Sachen eigentlich anwählen? Ach nee, müssen wir alles noch machen. Müssen wir alles noch sagen, was wir machen müssen. So Arbeiter brauchen wir ja nicht. Ja. Eigentlich brauchen wir ja auch nicht großartig was machen, ne? Ja gut, Brandschutz und Einbruchschutz können wir machen. Bankett ausrichten war jetzt am besten mit der Bühne, ne? Fürs Volk. Es sei denn, es wird eine Familienfeier. So, du bist da, sehr schön. Dann kannst du mal alles abladen. So. Und dann. Wohin? Fährst du wieder los dahin? Immer diese weiten Wege. Ja, stell dich mal nicht so an. Und dann können wir eigentlich alle hier entlassen. Alles einzeln bestätigen muss, das ist nervig. So, Moment, du hast gerade nichts ja, zu tun. Ja. Du solltest hier. Selbstverständlich. Wird hier erledigt. Nein, nicht verlassen, nicht verlassen, nicht verlassen. Wird erledigt. Willkommen im Zeughaus der Stadt. Was kann ich für euch tun? Ich habe Gerüchte gehört. Seid ihr bereit? Ich bewerte eure Talente und Ausrüstung ich für dieses unbedingt. Wagnis. Sehr schön. Entlassen. Bestätigen. Entlassen. Bestätigen. Entlassen. Bestätigen. So einer noch. Und entlassen. Bestätigen. Meine Füße tun weh. So, du darfst mal alles. So, da bist du. Die denn spielt. Oh, muss ich. Hab ich die gar nicht eingestellt? So, und dann kannst du das Zeug da abladen. Ich hab nix gemacht. Das Ding wird abgerissen. So, und dann können wir alle hier einstellen. Bestätigen, 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 bestätigen. Ach ja. So. Jetzt haben wir es aber. Der Dingens ist noch nicht da, der Fuhrknecht. Gut. So, betteln machen wir natürlich nicht. Geh raus und spielen. Machst du einmal. Das bringt uns natürlich hier Einfluss ein. Machen wir auch auf 1. Betriebe bewerben können wir auch auf 1 machen.
Die Wache ablenken. Das könnte er mal auf 5 machen. Großzügig. Nee, großzügig machen wir nicht. Großzügig machen wir nicht. Rechtschaffen, egoistisch und diplomatisch. Bewerbt eure Betriebe. Ja gut, es ist zumindest eine Werbung für die Betriebe. Machen wir das. Aggressiv machen wir. Auch auf 5 bestätigen. Nachbarn entschuldigen. Nö. Öffentlichkeitsarbeit. Ah, weiß ich nicht. Machen wir das? Egoistisch. Na, erstmal noch nicht. Das machen wir auf jeden Fall. Anderen etwas vorlesen von Kindern. Na, dann haben die Kinder wenigstens was zu tun. Öffentlichkeitsarbeit machen wir erstmal noch nicht. Erst wenn wir in der Diebesgilde sind. Wo soll's hingehen? So, du kannst hier alles abladen. Bestätigen und auch noch bestätigen. Und dann kannst du wieder deiner normalen Arbeit nachgehen. Ist ja vielleicht schon wieder was drin. Jawohl. Ach, guck mal, Tarngugel. Egal, verkaufen wir trotzdem. Wir überlegen, bringt es eigentlich was, die Vorknechte mit Sachen zum Feilschen auszurüsten? Hätte mir mal interessiert. Ich bin gerade beschäftigt. Ein Gerichtsverfahren kann nicht stattfinden. Warum? Achso, weil jemand verstorben ist. Gut, der... Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde. Ich will aber nicht in die Alchemistengilde. Stufenaufstieg bei einem... Rang der Schicksalsfrau. Ich will in die Diebesgilde, verdammte Axt. Ich bin schon ganz schön groß. Ja, bist du. So, Geschick. Was wollte ich denn jetzt so machen? Ich kann hier gerade unmöglich werden. Du kannst eigentlich mal wieder Beziehungen ausnutzen. Naja, nicht verfügbar, schade. Der Krieg endet mit einem Waffenstillstand. Neue Beweise vorgelegt, Erwartung einreichen, natürlich ein hartes Urteil, selbstverständlich. Warum hat die Rosamunde nichts zu tun? Das ist aber auch ein Schweinkram. Gut, mit ihr könnte ich eigentlich mal wieder eine Liebschaft eingehen und dann können wir noch mal ein bisschen Beziehungen ausnutzen. Ich bin zur Stelle. Bei wem ist mir ziemlich egal. Irgendwer, der nicht ganz so alt ist, damit wir ein bisschen länger was davon haben. 25 zum Beispiel. Wer wird angegriffen? Bergen wurde angegriffen, ja. 93. Und alles in Ordnung. Erfolg, sehr schön. Dann wollen wir doch mal ein bisschen Süßholz raspeln hier. 92%. Ja. Wird erledigt. Rosamunde hat eine Unterhaltung begonnen. Unterhalte dich mal ein bisschen schneller, Rosamunde. Hat er Erfolg? Dann kannst du 80% herkommen. 81 sogar. Mein Herz schlägt nur für euch. Ihr seid eine Das ist sehr schön, dass du die Idee magst. Dann wollen wir doch mal gleich Beziehungen ausnutzen. 95%. Wie kann ich euch behilflich sein? Hat funktioniert, sehr schön. Und gleich wieder nächster Schritt. Egal wie die Umstände. Du hast leider auch nichts zu tun, aber du konntest nichts mehr ausnutzen. Ah, doch, alles in Ordnung. Möchte euch dies hier geben. Was ist? Und. Jawohl. Tack. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Komm, mach schneller. Jawohl, ja. So, dann kannst du erstmal wieder weiter arbeiten gehen. Was ist? Rosamunde. Arbeiten. Warum hat sie nichts zu tun? Jawohl. Habe ich das nicht hier gerade schon eingeordnet? Hat er das nicht übernommen? Habe ich da was falsch gemacht? Geh raus spielen. Mal. Einmal. Mal. Mal. Ach, hier auf dauerhafte Produktion muss ich gehen. Das war's. Bewerbt eure Betriebe einmal. Das hier 5-mal. Das gar nicht. Das gar nicht.
Buhknechte anspornen. Welchen? Buhknechte anspornen. 5-mal. So, anderen etwas vorlesen, haben die Kinder was zu tun, habe ich gesagt, ne? Ich habe falsch eingestellt. Ich habe gesagt, die sollen das nur einmal abarbeiten. Das haben sie auch gemacht. Waren sie ganz brav. Ah, 92%. Ich danke euch von Herzen. Egal, wie die Umstände. Dasselbe gilt auch für mich. Ju. Selbstverständlich. Immer auf mich zählen, mein Herz. Egal, wie die Umstände sind. Bin eigentlich 3 Klagen. Sind das 3 Klagen? Hauptankläger, Hauptankläger, Angeklagter. Können wir nochmal eine Klage einreichen, ne? Ja. So, wie sieht es bei dir aus? Du brauchst wieder ewig. Zack, und bitte auch noch. Laufe, laufe, laufe. Und dann können wir ihm eigentlich mal die anderen Klamotten verpassen. Gut, dann geh mal nach Hause. Wird erledigt. Dann kriegst du nämlich die anderen Klamotten an. Müssen wir warten, bis der dritte soweit ist. Quatsch, der vierte soweit ist. Dass wir mit dem noch ein bisschen was machen können. Ich möchte euch dies hier geben. Es ist mir eine Oh, sieht aber schön aus hier drin. Habe ich mir noch gar nicht von innen angeguckt. Liebesgilde verbreitet Gerüchte. Das hier? Gebäudemenü öffnen. Bad nehmen. Platz nehmen. Komm, nimm doch mal Platz. So, schön. Da kannst du auch Platz nehmen. Wie kann man hier jetzt eine Feier einrichten? Da stand doch auch, dass das auch für Familienmitglieder geht, ne? Gebäudemenü. Küche. Nur schlafen gehen. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Buchsen wurden schon irgendwie rein, denke ich mal. Angugel brauchst du eigentlich nicht, ne? Goldkettchen hast du, kriegst du einen Diamant, Diamant hast du. Halt den Silberring. Und Handschuhe kannst du anziehen. Joa, so lassen wir's. So, gleich Jawohl. Wieder Beziehungen ausnutzen. Wie ist bei dir aus? Warum habe ich sie denn nach Hause geschickt? Du kannst deiner Arbeit nachgehen. Was macht der vierte? Mit Steinen werfen. Müsstest du nicht eigentlich auch mal Rufenaufstieg haben? Oder hat es gerade das Charisma schon auf 16? Gar nicht so wenig. So listig, egoistisch, aggressiv. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir erstmal so weiterlaufen. Ne? Ich kann gerade nicht. Oh, ich sehe gerade, die Folge hat schon wieder Überlänge. Ich würde sagen, ich hole euch dazu, wenn der Wolfgang von seiner Diebestour wieder da ist. Und ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.